Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil über unsere wunderschöne kleine chinesische Bestückmaschine hier. Ich habe die Feder schon mal montiert. Habt ihr im vorherigen Video gesehen, wie man die einspannt. Wie man sie dann noch montiert und einrichtet in der Maschine, gucken wir uns vermutlich in einem separaten Video an. Heute machen wir aber was, weil ich halt einfach Rehayo bin. Ne? Das Ding hat keinen Netzwerkanschluss. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ich will eigentlich ein Netzlaufwerk haben, auf das ich zugreifen kann, wo ich meine Fertigungsdaten hochladen kann. Tja, hat es jetzt halt mal nicht. Das bedeutet, wir müssen gucken, wie wir ein Netzwerk reinkriegen. Ich habe mit denen geschrieben, die haben gemeint, naja, die haben Netzwerk, aber deren Entwickler empfehlen, dass man einfach hier am USB-Anschluss einen WLAN-USB-Stick reinsteckt. Mag ich nicht, es ist irgendwo ein PC drin und ich glaube nicht, dass es heutzutage noch ein PC gibt, wo kein Netzwerkanschluss dran ist. Deshalb machen wir jetzt was wir halt machen, weil wir es immer machen. Wir wuchten das 125 Kilo Monster hier rüber, schrauben auf der Seite den Deckel ab und schauen mal rein. Das Ganze sieht ungefähr um den Faktor 1000 Mal besser aus, als das, was ich mir jemals erwartet hätte von einer chinesischen Maschine. Werft mal einen kurzen Blick drüber, wie es ausschaut. Mal oberflächlich drüber geschaut. Es ist sehr schön verkabelt. So gut wie alle Kabel sind verklebt, dass da nichts raus kann. Beim Transport und so weiter. Hammer. Dann gucken wir mal von rechts nach links. Wir kommen hier mit dem Strom rein. Das Stromkabel geht hier vermutlich nach hinten. Wir haben hier hinten einen richtig dicken Trafo stehen. Also keine Ahnung, was der da hinten macht. Der ist auf jeden Fall mächtig. Und wir haben vor dem Trafo ein kleines Schaltnetzteil stehen. Direkt da davor haben wir vier dicke Pneumatikventile. Respektive, ich schätze sogar, dass das vielleicht sogar die Venturi-Düsen sein könnten. Ansonsten sind die oben verbaut. Vier Stück, ich gehe mal davon aus, die vier Pneumatikschläuche hier gehen hoch zu den Tools, zu den Pickups. Wir haben hier hinten eine Steckdose. Kann man das erkennen? Hier hinten ist eine chinesische Steckdose. Da ist noch etwas eingesteckt. Was auch immer, finde ich gerade total putzig. Da oben kann man erkennen, die Kameras. Die nach oben guckenden Kameras. Dann haben wir hier einen dicken Schrittmotortreiber mit Feedback. Das ist eine Einheit. Hier seitlich kann man mal gucken. HSD86, glaube ich, heißt es. Von einem chinesischen Hersteller. Schrittmotortreiber 1. Ich denke mal, für die dicke X-Achse und für die etwas kleinere Y-Achse haben wir hier einen Schrittmotortreiber mit Feedback-Loop. Wir haben hier eine ganze Horde an ICs drauf, IO-Bausteinen gehe ich mal von aus, denn die Flachbandkabel gehen zum Beispiel zu den Ventilen nach hinten. Wir haben hier nochmal was mit Kühlkörper und so vier Leitungen jeweils weggehen. Das werden wahrscheinlich die Schrittmotoransteuerungen für die Drehachsen sein und eventuell auch für hoch-runter von den Pickups. Hier haben wir ein dickes Board mit einem ARM-Prozessor drauf. Keine Ahnung, was genau das macht. Aber wir haben hier schon ein Problem mit dem Board und das habe ich vorher schon kurz gesehen. Hier hinten kann man erkennen, hat das Board einen blauen Netzwerkstecker. Wir gehen weiter. Hier haben wir nochmal so ein IO-Board mit IO-Chips drauf. Ich fotografiere alles nochmal groß und gebe euch am Ende dann die Bilder rein, damit ihr wisst, was drin ist. Das gucke ich mal nicht jetzt an, weil ich das jetzt hier gar nicht so sehe mit der Kamera. Hier kommt ein Druckluftschlauch an. In so ein schwarzes Kästchen rein. Das wird vermutlich ein Drucküberwacher sein, der sagt, ob da genügend Druckluft da ist oder vielleicht misst er sogar, wie viel Druck sie hat. Das weiß ich gar nicht. Hier nochmal eine Platine, die geht zu den Kameras hoch. Also die Platine hier übernimmt die Kameraansteuerung für die Kameras, die nach oben gucken, die vier. Und hier haben wir den PC. Eine Ansteuerungsplatine ist mit drauf. Ich müsste mal gucken, wo die einzelnen Kabel hingehen. Ich glaube, die könnten auch irgendwie Richtung Kamera oder sowas gehen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die Festplatte, RAM, es ist ein Atomprozessor, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das Netzwerkkabel, ein Netzwerkanschluss, der leider eben zu dieser Platine geht.
Also entweder baue ich jetzt einen Switch ein oder ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte. Ja, bisschen schade. Hier hinten wird der Strom verteilt an den Schraubklemmen. Also die haben hier einzelne Schraubklemmen jeweils für verschiedene Spannungsschienen und so weiter. Ich finde es richtig schön gemacht. Also ich habe schon viele Maschinen von innen gesehen. Ich finde die echt gut aufgeräumt. Also da kann man arbeiten da drin. Definitiv. Was sagt ihr dazu? Ich finde es sehr cool. So, bevor wir das Ding jetzt wieder zuschrauben, habe ich noch eine Erkenntnis gefunden. Dieses Mainboard hat zum Glück zwei Netzwerkanschlüsse. Wir könnten also rein theoretisch einen nutzen, wenn nicht beide belegt werden. Ich habe herausgefunden, einer von diesen Netzwerkanschlüssen geht zu diesem Arm ST Microelectronics Board. Der zweite LAN-Anschluss geht nach hinten, kreuz und quer durch die Maschine und dann oben zu dieser HD-Kamera. Da ist eine hochauflösende Kamera, die von unten hochguckt, hinten im Eck. Und da geht ein Netzwerkanschluss hin. Naja, was auch immer. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon so einen 10 Euro Amazon Basic USB nach LAN-Adapter gekauft. Und da habe ich mal gedacht, den Klemmer da hinten hin. Jetzt habe ich hier schon mal doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Ich habe hier zum Glück von 3M was rumliegen. Und ich dachte einfach, weil er hell ist, ich habe erst überlegt, ob man vielleicht das Kabel hier hinten rauslegen und ich ihn dann hier auf der Seite hinklebe. Aber da fällt er irgendwann runter. Jetzt habe ich mir überlegt, ich klebe den jetzt hier so in dieses Eck rein. Dann kann er seitlich und unten anständig kleben. Dann sollte er auch halten. Und das Ganze versuche ich jetzt hier oben durch dieses Loch zu fuddeln. Also ich habe ein USB-Verlängerungskabel und das versuche ich hier oben durchzukriegen und dann gucken wir mal, ob wir das eingesteckt und verklebt kriegen soweit. Starten den PC und irgendwie den wirklich mit Netzwerk verbinden, lege ich jetzt noch schnell mit Clonezilla ein Image an. Einfach damit wir mal ein Backup von der Festplatte haben, empfehle ich jedem, weil wenn irgendwas kaputt geht, spielt man das Backup wieder ein. Es ist eine 32 GB SSD drin, die tut nicht weh, die kann man mal irgendwo wegspeichern. Von dem her legen wir jetzt erstmal ein Backup an. So, das Netzwerk haben wir jetzt eingebaut, das Kabel ist verlegt, das Netzwerk funktioniert auch soweit. Es war ein bisschen tricky, weil ich musste noch den Treiber von der CD mit einem externen CD-Laufwerk auf dem USB-Stick und dann da rein, weil ich habe ja kein Internet ohne Netzwerk. Der Treiber war halt nicht dran. Wenn wir das Ding jetzt zusammenschrauben, macht man noch eine Kleinigkeit und zwar habe ich gesehen, dass hier hinten, ich muss zugute halten, das ist echt cool, die haben hier hinten einen zweipoligen Schalter für das Netz. Also werden wirklich beide Leitungen, also Nullleiter und Phase, ausgeschaltet. Da hätten sie sparen können, haben sie nicht, finde ich sehr löblich. Was sie allerdings nicht drin haben, und das ist einfach so eine China-Thematik, das braucht man halt in China einfach nicht so sehr wie in Europa, ist sowas. Ich habe hier noch ein Netzfilter rumliegen gehabt, ein kostenloses Muster von Wirth Elektronik, weil ich das von einem alten Projekt nur irgendwo hatte und die haben mir keinen drin. Und dachte ich mal, also baue ich einen ein. Jetzt ist ein Netzfilter dafür da. Ich weiß nicht, was für Störungen das Teil macht. Es hat einen dicken Trafo drin, der wird relativ wenig Störungen machen. Ich weiß nicht, wie viele Störungen die Motoren machen. Und man muss natürlich als Maschinenhersteller sicherstellen, dass diese Störungen nicht in das Netz reinkommen, weil keiner hat Lust dazu, dass ich jetzt hier Platinen bestücke und dann flackert beim Nachbarn der Fernseher oder das Licht oder was auch immer. Deswegen, ich pack es einfach mal sicherheitshalber rein. Netzfilter, der kann glaube ich 6 Ampere ab. Die Maschine kann, laut Typenschild, 400 Watt. Mit Reserve reicht es. Dicke. Der Netzfilter an sich hat einen relativ einfachen Aufbau. Man hat quasi Leitung, also Phase und Nullleiter oben rein. Ich zeige es euch mal in diesem wunderschönen Blockschaltbild. Nullleiter, Phase und Nullleiter oben in den Netzfilter seitlich rein. Wir haben einmal Potential Erde, das wäre hier unser gelb-grüner. Und dann haben wir entsprechende Filter, Kondensatoren,
eine stromkompensierte Drossel, eine Netzdrossel, die die Störungen wegnimmt, nochmal zwei Kondensatoren gegen Shield und nochmal ein Kondensator zwischen L' und N'. Also hier hinten geht nur L und N an die Maschine. Deswegen müssen wir das Shield ein bisschen anders machen. Das Shield geht hier direkt irgendwo hin, ich weiß nicht wohin genau. Ich werde das über eine Schraube hier mit Schrauben, was ganz total genial in der ganzen Thematik ist, die zwei Schraublöcher, die hier drin sind, die passen zufällig genau. Also die haben hier vier Schraublöcher drin und wenn ich den diagonal reinschraube, passt das zufällig. Da bin ich ziemlich froh drum, dass ich keine Gewindeschrauben und machen und tun. Ich habe hier ein bisschen weggefeilt mit dem Dremel, einfach damit ich hier einen Kontakt herstellen kann, einen elektrischen Kontakt zwischen dem Gehäuse von dem Netzfilter und dem Gehäuse von der Maschine. Und auch an dieser Stelle setzen wir dann diese Ringöse an, wo dann quasi der einheitliche Potenzial-Erdepunkt der Maschine erzeugt wird. Soweit. Ja, Leute, soweit funktioniert es wieder. Ich werde jetzt den Deckel wieder draufschrauben, werde die Maschine mal wieder richtig hinstellen, wo es hingehört. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Video. Ich glaube, nächste Woche. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, bisher gefällt es euch schon mal. Schreibt Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Super Stückmaschine, was auch immer. Abonniert habt mich sowieso. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ne, ich glaube nicht. Danke fürs Reinschauen. Bis bald.